ILEC. Es sind nur 4 Buchstaben, die für 5 Kommunen die Welt bedeuten. ILEC steht für das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept. Das soll den vom Aussterben bedrohten Südspessart retten. Es gibt so ein altes Sprichwort, das heißt, das schönste Fleckle auf der Erde ist zwischen Mildenberg und Werde, also Mildenberg und Wertheim. Und da ist was dran. Als Einheimischer erkennt man das nicht. Also erst nach meiner Ausbildung habe ich das mal so richtig wahrgenommen. Und damit können wir wuchern. Und das müssen wir tun. Gesagt, getan. Seit fast einem Jahr arbeiten verschiedene Arbeitskreise an Ideen, wie Firmen, Touristen und neue Einwohner nach Kollenberg, Faulbach, Dorfprozelten, Stadtprozelten und Altenbuch gelockt werden können. Ihre Vorschläge wurden jetzt beim sogenannten Meilenstein-Forum in Kollenberg vorgestellt. Schon vorher war die Spannung groß, denn die betroffenen Gemeinden setzen alle Hoffnung in ILEC. Es ist die Erkenntnis gereift, nicht nur, dass wir irgendwelche Spielchen machen, sondern die Erkenntnis gereift, dass wir was machen müssen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben in Kollenberg vor Jahren schon mal so etwas Ähnliches gemacht, das ist in der Schublade verschwunden. Und jetzt ist, glaube ich, das Denken weiter, weil wir werden weniger. Das heißt, wir müssen sehen, wenn die Abwärtsspirale mal eine bestimmte Dynamik hat, können wir sie nicht mehr bremsen. Und ich hoffe, dass wir es mit diesem ILEC-Konzept doch bremsen können. Beim Blick in die Südspessartal in Kollenberg waren die Bürgermeister zunächst enttäuscht, denn statt den erwarteten 200 Leuten waren nur etwa 80 erschienen, um sich zu beteiligen. Man hat aber auch schon gemerkt, dass in den Arbeitskreisen die Resonanz etwas nachlässig war. Aber heute war für mich eigentlich überraschend, dass doch das Interesse der Bürger gefehlt hat, weil es hätte ja auch sein können, dass viele Bürger da sind, um auch mal zu wissen, was hat sich in den Arbeitskreissitzungen alles ergeben, welche Projekte. Und die Bürger hätte heute ja auch die Möglichkeit gehabt, mit zu gewichten und zu sagen, was mir wichtig ist an diesem ILEC-Konzept. Auch ohne den erwarteten Andrang sollte es bei dem Meilenstein-Forum produktiv zugehen. In den Arbeitskreisen haben die Bürger aus dem Südspessart fast ein Jahr lang Ideen gesammelt, zusammengetragen und ausgearbeitet. Um die vielen Vorschläge zu bündeln, wurden die Anwesenden in Gruppen aufgeteilt. In denen wurden die verschiedenen Projekte erläutert und bewertet. Das ist nach dem 1-, 2- oder 3-Prinzip passiert. Die Gruppenmitglieder haben sich auf Felder mit diesen Zahlen gestellt. 1 stand dabei für unbedingt notwendig, 2 für wichtig und 3 für good to have, je nach Priorität. Besonders wichtig, und das gefällt mir, ist die Zusammenarbeit. Also das Kirchturmdenken ist nicht mehr da. Ja, das Tourismuskonzept bezieht sich nicht auf Stadtprozelten, sondern auf den ganzen Südspessart. Und das gefällt mir sehr gut. Dieser Wir-Gedanke ist stärker, als ich befürchtet habe. Nachdem alle Vorschläge besprochen worden waren, ging es an die Auswertung. Besonders wichtig ist den Bürgern, dass es mehr Angebote für Senioren und Jugendliche geben soll. Dazu sollen Straßen um- oder ausgebaut werden. Hinzu kommen Freizeit- und Kulturangebote, die Touristen anlocken sollen. Einfache Projekte, denke ich, können wir Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres angehen und auch umsetzen. Zum Beispiel ein gemeinsames Mitteilungsblatt halte ich für ganz wichtig, damit das Wir-Gefühl noch stärker wird. Eine gemeinsame Homepage, die ist, wenn wir uns entschließen, die zu machen, ist die 6 Wochen später steht die. Das machen Profis und die können das. Und das müssen wir als erstes umsetzen. Bevor sich Kollenberg, Faulbach, Dorfprozelten, Stadtprozelten und Altenbuch in die Arbeit stürzen können, bekommen sie noch Orientierungshilfe vom Planungsbüro. Das bündelt alle Vorschläge des Meilenstein-Forums und fasst sie in einem Bericht zusammen. Wenn die Bürgermeister den dann in den Händen halten, können sie mit dem Projekt Mehr Leben für den liebenswerten Südspessart endlich durchstarten.